Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Ja, hier haben wir es jetzt mal aufgehört, weil wir ja runter zu der Pyromantiefrau wollen, um unseren Handschuh noch komplett aufzuwerten. Und ihr seht schon, ich habe oben 30 Menschlichkeit. Die habe ich jetzt eben mal eingelöst, weil das eine Weile dauerte, wenn man da jeden einzelnen ploppen muss. Und die möchte ich jetzt ihr geben. In dem Eid sind wir ja von Anfang an, also seitdem wir hier das erste Mal waren. Ah ja, und habe den vergessen, den Ring. Nein. Moment. Das haben wir gleich. Da müssen wir dann nochmal den Hexenring anlegen. Den alten. Genau. Ja, nicht auf den gehen. Gottes Willen. So. So, weiß nicht, ob ich erst. Ich glaube, ich könnte ihr Eid leisten, aber in dem Eid sind wir doch eigentlich, ne? Können wir. Wird benötigt, ja, die haben wir nicht. Eid. Du hast diesen Eid bereits geleistet. Ja, ich bin noch in dem Eid. So, und jetzt fange ich an. Ihr dauert jetzt zwar auch eine Weile. Ich werde ihr jetzt die 30 Menschlichkeit geben. Und mal sehen, was dann passiert. Ach ja, und dann werden wir unten in dem Giftdings da, wo die Pyromantie-Frau sitzt, bei der wir den Handschuh aufwerten. Da müsste ja irgendwo jetzt der Kunde rumlaufen, der bei uns beim Feuerwandschrein vorher war. Der wollte ja hier runtergehen und wir schauen uns dann mal noch genauer oben, ob wir den finden. Aber vorher möchte ich die Seelen loswerden, das versteht ihr ja. Dazu habe ich mich natürlich noch menschlich gemacht. Das habe ich gerade vorher noch gemacht, weil ich ja noch einmal Menschlichkeit oben drin hatte. Vom letzten Part. Weil der soll wohl nur auftauchen, wenn man menschlich ist. Ja, das kann jetzt hier noch ein bisschen dauern. Oh je. Aber naja, gehört ja halt dazu. So. Und wenn wir das erledigt haben, dann habe ich mich. Ach, jetzt hat sie 10 Mal gekriegt. Eid vertieft und höhere Ebene erreicht. Schön. Okay, dann hier Futter weiter. Ihr erinnert euch doch an die. Wie heißt denn das Gebiet jetzt nochmal? Da, wo es runterging zu Cess oder Seed oder wie er auch heißt. Na, in dem Kristallgebiet da. In dem Schloss, wo die Zombies so auch kristallisiert waren. Da möchte ich dann den Boss erledigen. Weil den muss ich erledigen, damit die Questreihe von Logan weitergeht. Und von Logan kriegen wir dann natürlich auch noch einen richtig guten Zauber. Mal sehen, ob sie nach 20 Mal Menschlichkeit dann auch hier wieder eine Erhöhung kommt. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. So, jetzt hat sie ja eigentlich 20 Mal bekommen. Ne, noch einmal. Ja, übrigens müsst ihr das bei jedem anderen Eid, müsstet ihr das genauso machen, nur dass dann irgendwas anderes benötigt wird. Wie zum Beispiel weiß ich jetzt noch bei dem Dracheneid, da muss man dann Drachensteine, glaube ich, darbieten.
Aber wir bleiben ja hier im bei der Chaos Lady. So, und wir haben es bald geschafft. Ist natürlich traurig zu sehen, wie die Menschlichkeit so weggeht. Aber keine Sorge, ich habe noch 8-mal Menschlichkeit dabei. Also falls ich mich mal menschlich machen muss, werde ich das, kann ich das immer noch machen. Jetzt so. So, so, so. Na, jetzt stellt euch mal vor, ich hätte schon die Aufnahme begonnen, wo ich die Menschlichkeit da oben erstmal reingemacht habe. Das hat auch eine Weile gedauert. So, und hiernach noch eine. Und dann möchte ich aber irgendwas haben, was Geiles. Irgendwas Geiles. Pyromantie, Chaossturm. Oh ja, das war glaube ich sehr guter Zauber. Oder habe ich mit dem Chaossturm damals, ihr wisst schon, im Gemälde da, wo ich gesagt habe, wo man gut leveln kann. Ich glaube, ich hatte den Chaossturm benutzt, um die ganzen mit den Schildern da die Viecher platt zu machen. Oh, thank you, Goyla. Eid vertieft und höhere Ebene erreicht. Ich glaube, man kann ihr aber nochmal 30 geben. Bin mir aber jetzt nicht ganz so sicher. Falls das einer weiß, könnt ihr mir ja mal in den Comments schreiben. Ich werde sie jetzt aber nochmal anreden. Sagst du noch was? I have you, dear sister. But promise me that you will take care of yourself. Ich glaube, das hat sie damals auch schon gesagt. Be safe. Passt du auch auf dich auf, aber sie hört sich immer noch so kranklich an, obwohl sie jetzt 30 Mal Menschlichkeit gekriegt hat. Also normalerweise müsste sie sich jetzt besser fühlen. Und ich will mal gucken, ob wir von hier aus unsere Rüstung noch verstärken können weiter. Ach ja, hier ist übrigens die Rüstung gelbes Lendentuch, Handschuhe, gelbe Übermantel. Ja, und hier. Sieht bestimmt ulkig aus, aber wie gesagt, vielleicht mache ich ja am Ende des Spiels nochmal eine Mondschau. Dann könnt ihr sehen, wie ich in all dem aussehe. So, hier haben wir unsere Riesenrüstung. Die kann ich sogar hier von hier aus noch weiter verstärken. So, eigentlich müssten die dran sein, aber ich würde gern den Helm erstmal auf die letzte Stufe bringen. Dann bleiben nämlich nur noch die beiden übrig. Also machen wir den Helm erstmal. So, der ist damit verschwunden. Jetzt haben wir nur noch 2 Teile. Hier brauchen wir dann noch 4, 5, 6 Mal. Und hier noch einmal 4 Mal. Ja, und dann hätten wir es. 9 Mal noch. 9 Mal funkelt die Danit und dann haben wir sie komplett aufgewertet. Sehr schön. So, die Waffe konnten wir ja nicht mal weiter verstärken. Ich glaube, die ist hier auch gar nicht mehr drin, ne? Unser Speer. Nee, der wäre dann hier so dazwischen, glaube ich. Hier kommen ja schon die helle Bahnen. Nee, nee. Na gut. Dann reparieren wir nochmal. Schnell alles. Wisst ihr ja. Da kann man nicht oft genug machen. So. Gut, hat jetzt fast 10 Minuten gedauert und den wollte ich nochmal anquatschen. You speak the tongue of the fair lady? Well, do not be rash with your pride. You have yet to earn my trust.
If you try anything funny with the fair lady, there will be hell to pay. Aha. Ja, bei ihm kann man immer noch diese Liste kaufen. Keine umwandelbare Waffen vorhanden. Ich glaube, den Pyromantie-Handschuh könntet ihr hier auf Stufe 15 bringen, wenn ihr den in der ersten, also ihr wisst schon, das erste Mal auflevelt. Okay, bei dem kann man aber, glaube ich, noch eine Quest machen. Dazu muss ich aber infiziert sein. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Irgendwann später, wenn wir hier mit der Gegend hier unten, wo es da zu der Lava-Dings da runter geht. Denn ich habe ja zwei Eicheln, wo ich mich da wieder zurückverwandeln kann, ne? So, aber jetzt möchte ich erstmal, ich meine das Gebiet hier, ne, wo wir da den Lava-Boss noch machen müssen. So. Und ich hoffe mal, ich sterbe jetzt nicht. Habe ich denn jetzt alles? Ich glaube schon. Ja, jetzt müssen wir leider den ganzen Weg jetzt wieder hier zurücklaufen. Mal ein bisschen rennen. Gift hatte ich schon ausgewählt, glaube ich, ja. Also mir reingepackt. So. Dun, 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 dun. Ich will jetzt auch nicht so viele Gegner hier töten. Moment mal. Da kommen jetzt... das ist schon fast blöd, wenn die ganzen Fliegen da kommen, dass man die mit so wertvolles Zeug töten muss. Aber egal. So, auf jeden Fall haben wir jetzt einen geilen Feuerzauber mehr. Ui, was ist mit der Kamera los? So. Ah ja. Und hier ist wieder saudunkel. Wir halten uns mal wieder hier auf der Seite. Ich möchte jetzt nicht unbedingt die Steinwerfer hier anlocken. So, und jetzt geht es auch schon wieder in die Giftsuppe rein. So, jetzt muss ich nur gucken, wo das hier lang ging. Da hinten saß die Olle. Wir laufen mal hier ein bisschen. Hier gibt es übrigens auch noch einen Ring, damit man hier in dem Schlamm hier schneller laufen kann. Das weiß ich noch. So. Ist der mir jetzt hinterhergekommen? Ja. So, das sind One-Hits und ich bin mal gespannt. Ich lasse sie mal runterkommen. Mal sehen, ob ich die treffen sollte. Kommen die oder fliegen die weg? Die haben Angst. Von da kamen doch eigentlich auch normalerweise welche. Ja, und da drüben seht ihr, wie sie da stehen. Die ganze Zeit den Stein über den Kopf halten. Nee, ich glaube, die kommen nicht, weil ich hier bei der Frau bin. Okay. Ah. It has been some truth be told. So, die hatte ja... Die hat ja noch einen Zauber, ne? 20.000, großer Feuerball. Den würde ich natürlich auch gerne noch haben, zur Not wären wir noch. Aber erstmal ganz wichtig, dass ich den hier auf höchster Stufe kriege. Und ich glaube, der geht auch nur bis Stufe 5. Oder? Ja. Stufe 5, weiter geht er nicht. Jetzt haben wir den auf der höchsten Stufe. Und ich werde mal... Ja, ja. Whatever you do, do not crack and go hollow. Lest my time spent on you be wasted. Psst, ruhig. Jetzt brauche ich noch 20.000. Da werden wir doch bestimmt eine gute Seele hier. Werden wir eine benutzen. 5.000... Ja, 18.000, okay. Da werde ich mal noch eine andere nutzen. Stolzer. 3.000, jawohl.
Dann können wir uns nämlich hier den... Können wir uns nämlich hier den Feuer... der große Feuerball auch noch kaufen. Ja, und jetzt bin ich zufrieden. Jetzt haben wir das soweit erledigt, haben wieder genug Pyromantie. Now go. Whatever you do, do not crack and go hollow. Ja, ja. Lest my time spent on you be wasted. So, jetzt muss ich nur überlegen. Wir sind ja menschlich. Und der müsste hier irgendwo sich rumtreiben. Ich werde erstmal zu unserem Leuchtfeuer weiter vorne gehen. Ich muss an die Ausdauer denken. Und da hinten sehe ich ihn, glaube ich, schon. Seht ihr das? Da hinten steht er, glaube ich. Ich glaube, den werde ich mit Zauber wegdonnern. So, die Mücken lassen wir jetzt mal. Der ist uns nämlich nicht gut gesonnen. So, wieso haut er jetzt ab? Kommt er jetzt? Jetzt lasst mich doch mal, ihr blöden Mücken. Ich werde wegen euch noch, weil der Typ nicht anvisiert wird und der hat sich vergiftet. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's hier. So, der macht natürlich seine Pyromantie. Aber ich werde ihn... So, ja, was willst du denn jetzt? So. Geht weg, ihr seid des Teufels. Und der hat mir nicht mal was hinterlassen. Der Arsch. So. Du kriegst das mal. Tussi. Die nerven vielleicht, ey. So, eigentlich sind wir jetzt hier erstmal wieder fertig. So, wo war denn jetzt hier unser... Hier war doch das Leuchtfeuer irgendwo. War das hier? Nee. Und ich sollte mal einen Trank nehmen. Vergiftung hin oder her? Ach, da drüben ist es. Alles klar. Gesichtet. Okay, da renne ich jetzt mal hin. Jetzt gehen wir aber erstmal zum Feuerballschrein. Ich möchte gucken, ob der... der Zwiebelritter, ob der noch da ist oder ob er schon weg ist. So. Da bin ich ganz froh, dass ich nicht leveln musste jetzt wegen der Pyromantieflamme, also den Handschuh, dass wir das in dem anderen Gebiet alles zusammen gewirtschaftet haben. Jetzt hätte zwar noch der Logan, der ja noch im Dings da sitzt, der hätte zwar auch noch einen Zauber, aber das war jetzt eigentlich ein Zauber, den ich nicht benutze. Ja, er ist weg. Prima. Und der war ja das letzte Mal schon weg, oder das vorletzte Mal war der ja schon weg. Ich weiß aber auch, wo der jetzt ist. Und zwar, wenn wir hier runter gehen, also hier nach unten, in ein Gebiet, wo ich doch erzählt hatte mit die Geister und so, die es da gibt. Da ist der dann, aber um den werden wir uns dann später kümmern. Der läuft ja nicht weg. Den machen wir dann, wenn wir das Gebiet dann auch machen. So, kann ich denn jetzt... Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mich dahin teleportieren kann. Ich glaube, das war hier Archiv des Herzogs, ne? Schauen wir mal. Dann müssten wir eigentlich gleich da an... Ach ja, die Glut, weil ich hier gerade Glut sehe. Wollte ich eigentlich auch mal verteilen an die Schmieds... Schmiede, Leute. Ja, hier sind wir.
Und hier müssen wir natürlich, ich will mal gucken. Ach, sieht man jetzt von hier oben nicht, ne? Jetzt müsste, da jetzt der Zwielritter nicht mehr im Feuerwandschrein ist, müsste eigentlich hier unten so ein Goldener rumlaufen. Das werden wir aber dann noch sehen. So, ich werde mal den Zauber jetzt neu einstimmen. Und zwar werde ich alles rausnehmen. Machen jetzt nur Feuer. So, und dazu nehme ich... der braucht ja auch nur einen, ne? Ja, nehme ich mal den. Den zweimal. Ja, den kleinen könnte ich jetzt noch, aber ich nehme erstmal den Chaosball. Jetzt haben wir noch einen. Ein Slot. Feuersturm. Ah, das Chaos. Feuersturm ist ja fast genauso wie Chaossturm, glaube ich. Nur dass Chaossturm noch heftiger ist. Jetzt muss ich mich entscheiden. Ist es wert, den Chaossturm mitzunehmen? Da bin ich am Überlegen. Oder reicht der Feuersturm auch schon aus? Moment, dann könnte ich ja hier vielleicht einen... Ja, hier einen rausnehmen. Nur damit wir den auch mal ausprobieren können. Ja, 20 wäre schön, aber ich glaube, man kann den nur zweimal benutzen. Beim ersten Mal ist er am heftigsten. Da benutzt er, glaube ich, 15, 16 Mal. Und beim zweiten Mal dann einfach nur den Rest von 3 bis 4. So, aber wir haben jetzt, wie gesagt, auch schon die große Feuerkugel. Die müsste auch schon schaden. Dann die normale Feuerkugel. Ja, dann unser großer Chaos-Feuerball mit Lava. Okay. Vielleicht sollte ich auch nochmal... Da, das wäre langsam zu überlegen, ob man vielleicht... so menschlich sind wir noch. Was wollte ich sagen? Ja, einen Zauberstab müsste ich jetzt auch mal wechseln. Da muss jetzt die Pyromatieflamme rein. Das Gift könnte hier mal raus. Oder werden wir hier vergiftet irgendwie? Nee. Ach ja, und den Ring. Ganz wichtig. Pyromatie ist ja auch Magie. Also ist der Magiering, müsste auch die Pyromatie noch verstärken. Glaube ich zumindest. Falls es nicht stimmt, schreibt in den Comments. Bin ich sehr gespannt. Aber ich glaube schon, weil Pyromatie und die normale Magie, die wir noch haben, das ist, glaube ich, beides dasselbe. Dann ist höchstens der Unterschied bei, was alles mit Wille gemacht wird. Diese Wunder und so. Aber ansonsten... ja. So. Ja, das war hier ganz schönes Gebiet. Dann gucken wir mal, ob der Logan noch da ist. Der müsste eigentlich noch hier sitzen. Ja, noch sitzt er hier. Oh, hello there. Where have you been? Time is a resource. Let's delve in promptly. Ah ja. Ja, Kristallzauberwaffe. Werde ich wahrscheinlich nie benutzen. Deswegen, ich meine, ich hätte es mir jetzt gekauft, wenn ich die Seelen jetzt dafür habe, aber die habe ich nun mal gerade nicht. Ich weiß auch nicht, ob man den leer kaufen muss, um seine Quest voranzutreiben. Oh, Moment mal. Wisst ihr, was ich jetzt einfach mache? Wir haben doch noch Seelen. Und die werden wir jetzt verbraten. Ja, hier, wir haben hier gleich zwei Eibeseitiger. Das ist super. Wo ich ja sagte, falls ihr so eine Drachenschwert oder irgendwas habt, könnt ihr das bei dem Krähennest eintauschen gehen. Und da würdet ihr, glaube ich, für irgendwas, Drachenschuppe, irgend sowas in der Art, würdet ihr dafür kriegen. So. Denn wenn ich jetzt das zusammenkriege, kaufe ich mir den Einzauber noch.
Ob ich ihn jetzt nutze oder nicht, ist egal. Denn ihr wisst ja, 5000, 10, 15, na, das würde dann 17. Machen wir noch eine davon. Ja, das reicht schon. Brauchen wir nicht alle ausgeben. Raus, raus, raus. So. Nur um sicher zu gehen, kaufen wir jetzt diesen Zauber auch noch. Jetzt ist er leer gekauft. Come again, anytime you please. For I too learn whilst teaching a student. Jetzt hat er aber was anderes gesagt, glaube ich. Schüler unterrichtet. Ah. Naja. Gut. So, wir gehen schon mal hier runter. Ja, hier hatten wir ja das eine Mal alle Kisten. Zwei hatte ich ja dann nachträglich noch geholt. Ja. Alter. Hat er uns doch glatt. So. Aber von hier oben müsste ich doch eigentlich jetzt schon den sehen. Ah ja, ich glaube hier geradeaus, wenn er ganz genau guckt, sieht er da, glaube ich, was Goldenes. Ich hoffe mal, das ist der. Und da werde ich auf jeden Fall... den könnte ich allerdings gleich mal mit dem Chaossturm an den Kragen gehen. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Dann sage ich mal an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ich habe mich jetzt gewundert, wieso habe ich jetzt da oben eine Menschlichkeit? Komisch. Habe ich nicht aufgepasst. Okay, dann sage ich, wenn es wieder heißt, Dark Souls, und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, da lasst doch bitte einen Kommentar oder ein Like. Ich würde mich sehr freuen. Auch über Tipps, Tricks. Ihr könnt ruhig spoilern, wie ihr wollt, weil ich würde gern alles wissen von dem Spiel, was ich noch nicht weiß. Spoilert aber dann so, dass die anderen das nicht so lesen können. Also macht dann euren normalen Text einen riesen Freiraum und dann weiter unten irgendwo, dass man das extra aufklappen muss. Und schreibt vielleicht noch oben dann mit runter, Vorsicht, Spoiler. Das wäre nett, weil falls Zuschauer dabei sind, die das nicht wissen wollen und die das erste Mal gucken, und ihr wisst schon, was ich meine, ne? Okay, dann tschüss.